Okay, da sind wir wieder in Subnautica Below Zero. Wir stehen jetzt hier nach wie vor in der Station hier und sind gerade ein bisschen planlos. Also ich habe hier noch ein bisschen rumgescannt, habe hier einen Plan gescannt, brauche ein Testüberbrückungsmodul für da oben. Das kriege ich aber hier anscheinend nicht. Und jetzt sind wir ein bisschen planlos, was ich jetzt mache. Jetzt gehen wir mal Base bauen, das ist ja immer, ist ja nicht schlecht. Da habe ich ein Konstruktionstool gefunden, da kann ich jetzt einiges an Base-Elementen bauen. Und da ist die Karte. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hier bin, aber ich vermute mal, ich bin hier. Das ist im Wasser. Es ist weiter an Land. Also wenn ich mich hier richtig orientiere, ist das hier wahrscheinlich die Absturzstelle. Also vermute ich jetzt, nee, da ist was anderes. Aber bin ich hier irgendwo runterknallt? Ist da irgendwo meine Boje? Also meine Behausung, die da. Und da stehe ich jetzt gerade wahrscheinlich. Das dürfte der Turm sein. Wenn irgendwo ein Symbol wäre, besseres würde ich es ja auch wissen. Da, wenn ich jetzt... Ich brauche einen Kompass. Also ich brauche jetzt echt mal den Kompass, damit ich mal weiß, was ich mache. Kabelsatz kann ich auch machen. Silbererz. Gut, dann werden wir den Kompass jetzt mal anheften. So, jetzt werden wir mal zurückschwimmen. Schauen wir mal, ob wir zurückkommen zu unserer Base. Ne, schauen wir mal, was die letzte bekannte Position dieser Pilotin war. Okay, da geht's ein bisschen weit runter. Wir besorgen uns einen Kompass. Wir wissen nämlich nicht einmal, in welche Richtung wir unterwegs sind. Und ich habe da so das Gefühl, wie wenn das eventuell praktisch wäre. So, was haben wir vergessen letztens? Jetzt weg, ihr Blümchen. Haut's ab, alle. So, und der Tag ist ja gleich viel freundlicher hier. Mal Schnee mit. Schade, da nicht. Delta-Station-Sensor ist da vorne. Das ist auch praktisch. Ist auch irgendwas abgesperrt. Da kann ich aber nichts. Ich wollte darauf krabbeln auf den Turm, da auf den Felsen. Das ist aber nicht gegangen. Wollte ich vorher machen. Hat aber, wie gesagt, nichts hinkaut. Gut. Wie gesagt, bin ein bisschen planlos. Die YouTube-Kommentare wäre super, wenn man wer Tipps gibt. Weil, wie gesagt, bin hier ein bisschen aufgeschmissen gerade. Aber ich werde jetzt mal als nächstes... Die Boje lasse ich da stehen. Ich werde als nächstes jetzt nochmal schauen, ob ich irgendwas zum Scannen vergessen habe. Hier irgendwo wieder mal irgendwas liegen lassen. Weil ja, wäre ja jetzt nicht das erste Mal. Das kommt ja des Öfteren vor. Dann werde ich mal schauen, dass ich dazu zurückkomme. Dahinter ist ein Monster. Und wir einen Kompass craften. Das ist, glaube ich, mal ein... Das ist mal ein Plan, vermute ich jetzt mal. Ich kriege nur leider ein bisschen Panik. Was bist du? Hier wirklich ein bisschen Panik, weil diese Monster, diese Fetten da irgendwo rumschwimmen, aber unter Wasser, es schaut schon sehr geil aus. Also mal schauen, ob man da mit dem letzten bisschen Speed, was wir haben, irgendwie Angst. Ich fände das so cool mit den Fischen. Wenn das ein Sauerstofffisch. Ah, warte mal, hier kann ich eh. Sauerstoff auftanken. Habe ich mal extra gebaut. So, gehen wir mal da rein. Meine gigantische Base im Nebenraum. Ja. Gut, kann ich denn jetzt irgendwie aufladen? Ist es schwer? Kann ich hier überhaupt irgendwas? Kann ich eigentlich irgendwas machen? Nicht wirklich, glaube ich. Also ich baue jetzt mal den Kompass. So. Was brauche ich für den Kompass? Den Kabelsalat und den Kupferdraht. Haben wir mal. Was haben wir? Titan. Kann ich aus Metallschrott basteln? Habe ich jetzt nicht. Ist irgendwas schief gegangen gerade? So. So. Kupferdraht brauche ich Kupfererz. Das habe ich jetzt nicht. Und für das brauche ich Silbererz. Machen wir mal. Quarz, 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 gar leck. Ich habe nur ein Silber. Scheiße. Kacke, Kacke, Kacke. Ah, warte mal, ich habe da draußen noch meine Boxen. Kann ich da essensmäßig was machen? Ja, machen wir mal so ein Blubberflaschi.
Das braucht man natürlich immer. Es ist nie schlecht, was zum Futtern zu haben. Ich habe zwei Trinken, brauche ich nötiger, aber gut, da kann ich jetzt nichts machen. Eine Leuchtfackel, die will ich brauche jetzt nicht. Mich jetzt mal echt für meine Exosuit interessieren, ob ich da irgendwas machen kann. Bauplan anheften. Was mache ich, wenn der leer ist? Werden wir schon rauskriegen. So, jetzt bauen wir mal das. Und da fehlt uns ein Silbererz für so einen komischen. Habe ich da irgendwo das. Aha, habe ich ja baut schon. Haha. Läuft! Kriege ich jetzt den Kompass her? Nö. Da. Muss ich den wieder irgendwo anlegen oder wie läuft der? Wie läuft das Teil? Jetzt Rasierwerkzeuge, das ist mir egal. Ah, zeigt die Himmelsrichtung im Sichtfeld an. Da oben! Na bitte! Dann schauen wir mal nach Norden. Also warte, ich habe jetzt die Karte nicht. Oh, gemisst, aber das könnte schon hinkommen. Nördlich war ja das Festland. Was passiert hier gerade? Nichts, was ich jetzt unbedingt gleich wissen will, glaube ich. So, machen wir mal was anderes. Ich muss ja irgendwie hier eine Base bauen. Dann nehmen wir mal Titan, habe ich ja. So. Wie baue ich jetzt Base? Wie baue ich Base? Wie baue ich Base? Kann ja hier jetzt mittlerweile Fundament und so ein Zeug bauen. Hier. Verstärktes Basisfundament, ein E-Segment. Ein Observatorium. Ist das jetzt über oder unter Wasser? Oder ist das egal? Luke ist auf jeden Fall unter Wasser. Zugang zur Basis. Hüllenintegrität. Ja, ich weiß nicht, was wenn ich das jetzt bauen will. Ah, brauche ich Blei. Habe ich sogar. Oh, ach, nur ein Blei. Zwei Blei. Mal da reinschauen. Habe ich kein Blei drin? Fuck. Das Blei. Was kann ich noch für Werkzeuge basteln? Ich glaube, ich brauche irgendwelche Werkzeuge mal. Das ist ganz gibt's hin. Ah, ja. Wird sich soweit mal erledigt haben. Wir brauchen Kabelsatz, Computerchip und Batterie. Heft mal das mal an. Na weh, tun wir das mal weg. So, bin hier gerade so. Also das wird besser mit der Zeit. Ich sag, ich geb's zu. Wir brauchen einen Kabelsatz, einen Computerchip und eine Batterie. Batterie können wir sicher craften. Zwei. Batterie können wir craften. So. Kabelsatz braucht Gold. Wo kriege ich Gold her? Und Silber. Batterie legen wir mal darüber. Kann ich die Batterie nicht da irgendwo? Nee, warte mal, das war Blödsinn. Kann ich das so irgendwie machen? Ich weiß nicht, wie ich das laden kann, das Teil dann. Oh, die Batterie mal darüber. Brauchen wir jetzt ja nicht. Motivationsposter. Brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Schwefelkristalle habe ich, Schnee habe ich, was immer ich mit einem Schneeball jetzt mache. Okay, wir brauchen Gold. Hochwertiges soziales Eigentum. Tischkorallenprobe habe ich und Silber auch. Gut, wo haben wir denn unseren Materialsucher hier? Können wir den mal auf. Wäre cool, wenn man das ein bisschen anders einstellen könnte. Gold! Ja, machen wir mal. Schwimmen wir mal ein bisschen rum. Wird schon nicht gleich aus sein, irgendwie. Das da. Okay,
Geh da weg, ich habe Angst vor dem Riesenzahl. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, okay. Boje dahin. Boje, man, schaut aus wie Boje. Keine. Eine Map wäre echt cool. Oxygen. Nein! Jetzt bin ich daran knallt. Ach, Kacke. Ach Gott, na. Das hätte ich aufpassen können auch. Naja. Hey! Ha! Wenn jemand da bleibt. Cool. Könnte ich da noch irgendwas für meinen Maxl machen, was jetzt ein bisschen nicht ganz so nervtötend ist, dass... reinstecken. So. Thermoskanne. Tränke. Und was, die Schwimmflossen? Habe ich die schon? Die Schwimmflossen? Oh, die müsste ich schon haben eigentlich. Einmal. Ja, ich habe eigentlich hier alles, was ich herstellen kann für mich. Ich muss was finden, was ich scannen kann. Mein Problem an der Sache. Wo finde ich da jetzt was? Sag mal, da war doch irgendwo das so ein Kartenteil, was ich da wo gefunden habe. Ja, die Karte ist mir nützlich. Wo ist die Karte? Karten? Ah. Alter. Mein Problem ist, dass ich jetzt wieder nicht sehe, wo ich hier eigentlich rumkrebs. Gott, na. Letztes Signal der Pilotin könnte man sich ja anschauen, ja. Wird wahrscheinlich auch das sein, was ich als nächstes machen muss, aber ich muss mal kurz die Batterie wechseln. Kurz mit Sauerstoff. Hui. Und tschüss. Irgendwie ist es ja geil. Irgendwie ist es ja voll cool. Warum fallen da Eisbrocken runter? Das hier. Weiter. Wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin irgendwo gelandet, jedenfalls gerade. Ob ich eventuell was machen kann. Doch nicht. Aber ich muss da weg. Da habe ich das Problem, dass da über mir was ist. Ich kann nicht schnell auftauchen. Geh weg! Bin hier aber nur 200 Meter eigentlich von meinem Standardteil weg. Aua! Schon wieder so ein Fisch! Geh weg! Wehe, du flatterst mir meinen Scanner, ich sag's da. Hui. Ich hoffe, ich komme da schnell wieder raus. Aber ich schwimme jetzt nach Westen. Das heißt, im Norden habe ich die Salzablagerungen dann. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Also Salz haben wir gefunden. Soweit sind wir mal. Jetzt brauchen wir... machen wir gleich zwei Batterien dann. Komm. Ja, ist das... der Fisch wieder irgendwo. Ach Gott, na. Ah! Leicht überfordert.
Ein Scanner nach Gold. Hier ist ja auch nichts. Nee. Einmal da runter wieder. Stellen wir mal Batterien her, damit ich mein Fahrzeug habe. Und dann suchen wir mal die Pilotin. Und schauen, was da möglich ist. So, was brauche ich jetzt für die Batterie? Geiselkörbchen und Kupfererz. Ein Geiselkörbchen ist dann noch da, das ist nicht viel. Okay, zwei Geiselkörbchen. Ah ja. Vier? Vier Geiselkörbchen? So. Da ist nichts drin. Kupfererz müsste ich da noch haben, wenn es wahr ist. Genau zwei, aber ich habe ja auch eine Batterie, also. Wieso kann ich mit dem eigentlich nicht? Muss ich das anlegen? Und dann die Energiequelle wechseln, Alter. Leere Batterie wollen wir mal wieder. Die Leere legen wir weg. Schwefel tun wir auch weg. Ich habe jetzt irrsinnig viel Zeug mit und bin jetzt da ehrlich gesagt nicht gerade wirklich. Also, ich habe so wenig Platz gerade, dass ich wirklich schon immer weiß, was ich jetzt da als nächstes, wo ich was hinlegen soll. Was haben wir hier? Gravitationsfalle, das könnte man basteln. Zieht das Fischili an? Kupfererz? Bauen wir die mal? Okay. Gravitationsfalle. Zieht kleine Tiere und Fische an. Na gut, dann nehmen wir das mal geschwind daher. Kommen wir dann mal raus. Und legen das mal daher. Da. Saugt das Teil die rein? Oder tut es nur anhalten? Ist auf jeden Fall mal geil. Das ist schon mal was. Jetzt machen wir noch mal Wasser mit dem Blubberfisch. Wasser, Wasser, Blubberfisch. Gepökelte Nahrung. Achso, mit Salz, das länger hält. Brauche ich jetzt eigentlich gar nicht. Oh nein, ich habe diesen Würfel, habe ich nicht mehr. Muss aus dem einen muss ich irgendwas machen, weil sonst aus dem da. Wo ist denn der? So, und da ich jetzt so ziemlich wieder so weit bin, dass ich mir denke, ich kann irgendwie nicht mehr basteln gerade, düsen wir jetzt, wenn auch finster, mal zur letzten Pilotinstation. Diesmal. Scannen kann ich ja nicht, während ich das mache, oder? Ne, so rumfliege. Ne, geht nicht. Okay, Leute, wir haben in dem Part wieder was gelernt. Wir haben was gecraftet, wir haben was gescannt. Soweit will es leider nicht so weit vorankommen, wie ich es ursprünglich wollte. Ich verziehe mich jetzt mal zur Pilotin und hoffe, dass ich dort irgendwas Tolles finde. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ich kriege wirklich eine Phobie irgendwann gegen die Meldung. Und ich krieg sicher einen Nervenanfall von dem Monster da. Das gerade da auf mich zukommt. Geh weg. Ab. Ah, da ist noch einer.
Fumarole. Drücken zum Anschauen, ich habe Angst vor dem Ding. Ihr kennt ein böses Teil gerade da. Die Unterwasserwelt hier ist schon sehr geil. Also ich, vor dem Teil habe ich wirklich Angst. Boah, das geht, da geht's runter, Alter. Alter! Ich weiß ja auch nicht, was wir die jetzt wirklich machen alle, aber ich habe mir gedacht, suchst du ein bisschen nach Gold, aber das Biom hier ist ein bisschen. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Würde ich sagen, wir gehen jetzt nochmal an die Oberfläche. Sieh Platz. Whee! Das geht sich wenigstens schön aus. Schauen wir mal da, was hier gibt, Tolles. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja, ja, das hast du mir schon öfter erzählt. Da glaubst du wirklich, da weiß ich nicht, explodiert die ganze Zeit irgendwo was? Batterie? Sehr schön. 30 seconds of oxygen remaining. Ist da noch irgendwo was zum Scannen? Weil ich. Mir geht der Sauerstoff aus. Ich brauche Signalbojen mit, glaube ich. Gib mir Shift. Weil brauche ich Shift gar nicht, um schnell zu sein. So, jetzt sind wir zuerst mal scannen. Und was zum Henker? Schreit da so. Ich glaube, ich weiß immer noch nicht, was da wirklich so rumschreit für extremes. Wo hab ich das Gold? Gelegt, wo hab ich das jetzt her? Ich Trottel krieg's nicht mit. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ich glaube, ich habe ja alles. Und hier weiß ich ja. Ah. Hier weiß ich jetzt ja wenigstens, dass über mir gerade kein Monster ist. Glaube ich halt. Ah. Oxygen. Doch nicht. Ja, hilft nichts, bevor ich drauf gehe. Bis jetzt waren die aber relativ nett zu mir und haben mich in Ruhe lassen. Schauen wir mal, wie das weitergeht jetzt. Wenn wir da. Ah! Warning. Passing 100 meters. Halt die Fresse. Oxygen efficiency decreased. Es wäre jetzt aber fast schön, wenn ich da was mitnehmen könnte. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Also zwecks. Oxygen. Zwecks Unterwasser Survival wirklich eines der schönsten. Also wenn nicht das schönste überhaupt, aber. Dahin. Das. Was schwimmt da? Alter.
Bitte lass das in. Das Ding frisst auch alles, sehr schön. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Oxygen. Da, komm. Fuck! Was ist das Scheiße? Boah, nervt das. Okay. Hey, ich bin wieder hier. Hey, ich hab mein Gold mit. Cool. Das heißt, ich kann eigentlich den Chip und das Konstruktionswerk nehmen. Ich brauche noch Silber. Warte mal, habe ich noch Silber? Habe ich irgendwo? Oh, Quarz. Verdammte Scheiße. Kein Silbererz. Aber das Gold legen wir mal ab und das Silber auch, weil ich will nicht, dass da jetzt irgendwas dann ganz balle geht. Gut, nachdem ich da jetzt draufgegangen bin, werden wir sich wieder auf den Weg hin machen, aber dann machen wir im nächsten Part weiter. Aber eins kann ich euch sagen, diese komische Gravitationsfalle hier, das ist ja mal was saucooles. Das sammelt alle Fische ein und hält sie fest. Ey, meiner! Sackenpicker. Das Coole braucht es eigentlich nur mal einsammeln. Das ist ja urlaut. Also das würde ich mal empfehlen, gleich einmal am Anfang wo aufzubauen. Das ist wirklich cool. Also das ist wirklich mal sau cool. Finde ich laut. Okay, aber den Weg hin spare ich euch im nächsten Part. Machen wir dann weiter mit der Position. Ich stelle mir hier noch was zum Trinken jetzt her. Und dann werden wir im nächsten Part dann weitermachen und schauen uns an, wo die Pilotin hin ist. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich bin nicht allzu unfähig. Ich bemühe mich wirklich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich was grundlegend falsch mache, was Wichtiges vergessen habe. Bitte schreibt es mir, damit ich da nicht so planlos entgegenbringe. Aber es wird langsam. Es wird. Gut, dann bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Abo, Like, Comment nicht vergessen. Bis dann und ciao.